So, und willkommen zurück im Dorf der Verdammten. Ich mache jetzt einfach mal eine Vorstürmaktion. Ich renne über den Dorfplatz. Puh. Und bin erstmal soweit sicher. Ich gehe mal lieber hier raus. Ich könnte mal hinten rausgehen, weil vorne ist unser Tagebau unter der Erde. Und da macht sich das dann doof, wenn irgendwelche Creeper explodieren. Weil die reißen uns dann ganz schön Löcher da rein. Es kann jedes Mal sein, dass irgendwas hinter uns. Hehe, du hast keine Chance. Dieser Lederfritz ist auch so komisch, ey. Ich weiß nicht, was mit dem abgeht. Da hat so übel Bio-Lederhosen an. Die sind so bio, dafür wurde nicht mehr irgendein anderes Viech umgebracht. Gott, oh Gott, ey. Hilfe! Das hier ist nicht Resident Evil, geht weg! Vom, es kann ja einfach. Aua! Du Ninja-Skelett, keine Ahnung. Ein Creeper? Oh je. Hinten sind ein Haufen Spinnen. Fuck, ey. Ich werde wieder so drauf gehen. Ich habe keinen Bock. Hilfe! Wann kommt der Morgen? Gut. Bring ich selber an dem komischen Kaktus um. Das finde ich richtig gut. Komm mal her, du Spinne. Aua. Ja, gut, dass ich mir noch ein Schwert gebastelt habe. Ui, hoffentlich reicht das Schwert bis zum Morgengrauen. Ach, ich bringe lieber ein paar Zombies um. Und hier liegen noch die. Und in dem Dorf ist wieder ein Creeper. Ach, ich hasse das. Geh drauf, du. Ekliges Geschöpf. Der Nacht. Ist wieder im Dorf Creeper. Na toll. Ganz, ganz toll. Die sprengen die ganze Botanik durcheinander. Da, da ist noch ein Creeper. Hilfe! Ah. Hoffentlich kommt jetzt hinter mir keiner. Wenn ich mich äußerst kacke. Einfach nicht stehen bleiben, würde ich sagen. Einfach nicht stehen bleiben. Man muss immer laufen, immer laufen. Ah ja, wenn jemand noch einen tollen Film sucht, Lola rennt. Also Lola rennt, wenn man es gerade nicht gehört hat. Ist an sich, das sagen wir so, die Story ist mehrschichtig. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist schon interessant mitzuerleben, wie sich so die einzelnen Handlungsstränge ergeben. Finde ich ganz nett, den Film. Mit Moritz Bleibtreu, falls jemand den kennt. Eigentlich auch relativ bekannter deutscher Schauspieler. Das ist eigentlich mein, würde ich fast behaupten, zweitliebster deutscher Schauspieler. Wenn man davon absieht, dass Bruce Willis auch in Deutschland eigentlich geboren ist. Also eigentlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist von der deutschen Schauspielerriege doch Til Schweiger bei mir relativ beliebt. Ich meine, ich habe jetzt nicht seine Schmuse-Kuschel-Filme gesehen. Aber in den Filmen, wo ich ihn gesehen habe, finde ich ihn eigentlich ganz in Ordnung. Also ich weiß nicht, manche haben ja was gegen den irgendwie. Hä? In den Rücken. Aber eigentlich finde ich ihn nicht schlecht. Würde ich jetzt mal so sagen. Also ich habe schon manche Schauspieler gesehen, die das nicht so wirklich rüberbringen. Ich könnte es wieder mit Prometheus anfangen, aber das hatten wir ja schon. Komm her, du Creepermann. Tot. Ich bin bis jetzt noch gar nicht gestorben, fällt mir gerade auf. Obwohl ich Überleben gar nicht so wirklich geskillt habe. Oh ja, ich will Fallout spielen. Was mir gerade bei Fallout einfällt, das wirklich Schlimme an Computerspielen ist, dass man sie irgendwann durchgespielt hat. Und ich sollte mich mal irgendwie heilen.
Muss man ein bisschen Rückzug machen. Nee, weil man kann Computerspiele ja wirklich schön spielen und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat man sie durch. Dann kennt man die ganze Geschichte und wie alles abläuft und so weiter. Und man kann es halt nicht normal spielen. Das finde ich dann richtig schade. Du wirst eigentlich alles wieder vergessen können und nochmal spielen. Und genau den gleichen Spaß wieder haben. Aber beim zweiten Mal spielen, naja, es sind halt die Überraschungsmomente nicht mehr so da. Skelette sind doof, die will ich nicht. Da oben sind ein Zombie und ein Skelett. Na gut, das können wir nehmen. Ich meine, es ist bei Minecraft jetzt nicht so, dass sich das irgendwann abnutzt. Also vom Wiederspielwert her. Ey, jetzt hat mich der Bogenschütze zurückgehalten. Ja. Oh Mann. Also eins kann ich euch sagen, wenn wir fertig sind, oder ich sage mal bei Folge 100 oder so, wird die ganze Gegend hier aussehen wie ein einziges Schlachtfeld. Einfach nur noch Krater versprengt und Löcher und alles völlig im Arsch geht drauf. Das wird so richtig geil. Hehe. Du bist so scheiße, du kannst nicht mehr treffen. Oh, oder außer jetzt. Aber da hinten hat's geleuchtet, das will ich mir mal angucken. Bin ich da mal durchgekommen mit dem... Ah nee, so weit bin ich mit dem Tagebau noch gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Komm mal her, du Zombie. Hier, geh kaputt. Es müsste eigentlich noch irgendwelche feindlichen Viecher im Wasser geben. Schwimm mal darüber. In der Hoffnung, dass mich hier nichts umbringt und guck mal, was das hier ist. Ich schätze, es ist ein Lavasee. Na, interessant. Ui. Interessant. Wir haben hier in der Nähe vom Dorf auch einen Lavasee. Finde ich ja ganz lustig, die Information. Ich warte erst mal eine Weile, bis die Sonne wirklich aufgegangen ist, bevor ich mir das angucke. Weil ich möchte nicht, dass uns irgendein Viech von hinten reinschubst. Oder irgend so ein Bogenschütze reinschießt. Das hätte mir echt noch gefehlt. Na gut, ich denke, wir können es jetzt mal wagen. Ja, wir haben einen schönen Lavasee. Nicht schlecht. Ich würde sagen, ich gehe mal zum Dorf zurück. Und bringe hinten den Zombie vielleicht noch um. Und dann werde ich mal den letzten verbleibenden Creeper, wenn er noch da ist, im Dorf umbringen. Du kannst ja gar nichts. Toll, deine Erfahrungspunkte liegen jetzt irgendwo im Wasser rum. Die will ich aber auch noch haben. So. Und aus Backstein könnten wir auch irgendwas bauen, aber ich weiß noch nicht was. Ja, stimmt, ich könnte anstatt orangener Wolle, könnte ich ja Backstein verbasteln. Da steht noch ein Creeper am Kaktus. Boah, ey. Das Viech sieht aus wie irgendwas Übles. Na, klasse. Oh Mann. Herzlich willkommen im zweiten Loch dieser Nacht. Oh je. Nur weil mir in dem Augenblick gerade das Schwert kaputt geht. Ich gebe es halt mit der Axt. So. Was steht hier eigentlich? Das kenne ich ja noch gar nicht, dieses Muster. Diesen Block hier. Kenne ich ja so gar nicht. Vermutlich irgendeine sakrale Bedeutung oder so. Sieht aus, als würde irgendjemand hinfallen. Da ist ein Vogel, da ist ein Zweig. Das ist ein L, das ist ein P. Keine Ahnung. Wir gehen mal wieder zurück ins Dorf und gucken, ob da noch alles IO ist. Können Sie eigentlich mal den blöden Sandsteinklotz hier mitnehmen? Hier sieht es noch relativ gut aus. Da unten ist auch keiner. Muss ja immer vorsichtig sein, wenn man von der Nachtschicht quasi nach Hause kommt. Weil während man schläft, dann spawnen ja keine Viecher mehr. Aber wenn man die ganze Zeit irgendwo rumgetilgert ist, gepilgert, getilgert, getippelt, keine Ahnung,
Auf jeden Fall können dann auch irgendwie im Dorf Viecher sein. Aber zum Glück ist das hier nicht so. Gut, die Situation hier ist etwas bereinigt. Ich habe ein bisschen Eisen. Woher habe ich denn Eisen? Ach so. Kann ich ja. Wie haben wir dann insgesamt an Eisen? 12 Stück. Das kann ich in den Ofen hauen mit. Nee. 16 Stück kann ich in den Ofen hauen mit 2 Kohle. Das Rotten Flash kann man wegschmeißen. Das behalte ich. Das behalte ich. Ich würde sagen, dann gehe ich mal das Gunpowder noch abliefern. Hey, da kann man jetzt fast ein bisschen TNT basteln. Aber da bin ich lieber vorsichtig, weil TNT ist auch nicht so nett. Vor allem, wenn es in der Nähe aktiv wird, das mag dann keiner so. So, das hier packe ich mal hier rein. Das hier auch. Dieses blöde Rottenflash, das schmeiße ich einfach mal hier so hin. Na bitte. Und werde mich mal an den Feldern vergreifen. Ja, dann ernte ich jetzt noch ein bisschen die Felder ab. Weil wir haben nur noch ein Brot auf Tasche, das ist nicht so viel. Felder, 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 Felder. Und dann würde ich sagen, mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge machen können. Ich hätte die Hoe mitnehmen sollen. Ich hole mal schnell die Hoe. Wir haben ja eine, wir haben ja eine. Wir sind ja so Hoe privilegiert. Eigentlich heißt das einfach nur Hacke. Und wenn man ins Inventar guckt, sieht man, dass man aus dem Feld mehr Samen als Weizen rauskriegt. So, das hier machen wir mal. Und das hier. Und dann bestellen wir mal das Feld neu. So. Ach ja, ein bisschen gemütliche Feldarbeit. Nachdem wir uns die ganze Nacht mit Prügelei um die Ohren geschlagen haben. Ist auch mal wieder sehr entspannt. Ich müsste überhaupt mal eine Begründung für diese Prügeleien erfinden. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie Knochen brauchen würden oder Pfeile oder so ein Quatsch. Aber ich meine, Sprengpulver hat schon was. Da können wir vielleicht irgendwann mal eine lustige Falle irgendwo in die Wüste. Oh ja, ich mache ein Minenfeld aus der Wüste noch. Und dann das ganze Kraft Minefield. Das wäre mal so richtig toll. Dann müsste ich nur noch Arkansas irgendwo hinstellen. Auf irgendein Dach. Hier auf das Dach vom Rathaus stelle ich Arkansas drauf. Arkansas ist auch so ein geiler Name. Ich frage mich eigentlich, kann das sein, dass die meisten amerikanischen Bundesstaatennamen von irgendwelchen indianischen Tralala herrühren? Ich meine, Iowa, Arkansas, Texas. Also aus dem britischen Raum kommt das, glaube ich, nicht. Würde ich mal so in meinem Fachwissen behaupten. Aber Kansas ist auch so ein ulkiger Name. Also, sag ich mal, ein cooler Name eigentlich. Ja, ich heiße jetzt zwar nicht Kansas, aber man müsste ja auch eine Begründung für den Namen haben. Das ist ja nicht so, dass man einfach irgendeinen Namen wählt und zum Beispiel damit irgend so einen blöden YouTube-Kanal hochzieht. Das wäre auch doof. Man müsste eigentlich den Namen immer mal ändern können. So ein bisschen so modegeschmackmäßig. Och nö, der Name gefällt mir nicht mehr. Nehme ich mal einen anderen an. Ich meine, nicht nur, dass die Behörden damit völlig durcheinander kommen würden. Ist ja auch ein bisschen respektlos den Eltern gegenüber, die sich ja bei der Namensgebung irgendwas gedacht haben. Aber naja. Irgendwie ist die moderne Welt dann immer ein bisschen anders eingestellt zu manchen Sachen, als man das so erwarten könnte. Hier oben fehlt ein Bett übrigens. Und ich gehe mal aufs Dach unseres schönen Rathauses und gucke dazu, wie das Feld wächst. Das wächst sogar schon. Und ja, ich würde sagen, schönes Dorf. Man kann hier sogar fast über die Dächer spazieren. Aber naja, ich habe mal den Ausblick nach hier in die Schneegegend, hier zum Schneeberg. Und beende mit diesem wunderschönen Ausblick diese Folge und diese Aufnahme. Und würde mich freuen, wenn wir dann
uns beim nächsten Mal wieder hören, sehen, wie auch immer. Ja, und sage dann für heute erstmal Tschüssikowski und auf Wiedersehen.